Mr. Mike. Yo, hier ist der Mike. Heute mal ein kleines Thema zum Korbleger. Eine der wichtigsten Waffen überhaupt, vor allem auch für kleine Spieler, aber ich denke mal, jeder Spieler muss einen Korbleger können. Und dann ist natürlich auch nicht gleich ein Korbleger ein Korbleger. Gibt es viele verschiedene Arten von Korblegern, ne? Aber jetzt mal zu dem Grundprinzip, so wie ich es damals von meinem Trainer gelernt habe, als ich das erste Mal Basketball gespielt habe, ne? Linke Seite, linke Hand, rechte Seite, rechte Hand. Ne? Das ist schon mal das Grundprinzip, was so an sich natürlich nichts Verkehrtes ist, aber ich mache doch sehr viele Punkte, Korbleger, von der linken Seite mit der rechten Hand. Also eigentlich total falsch. Und das Grundprinzip ist dann natürlich, wieso ist es falsch? Es ist halt einfach, wenn du mit der rechten Hand so daherkommst, bist du natürlich total offen und kannst super einfach geblockt werden. Ne? Wenn du jetzt von der linken Seite aber herkommst und mit der linken daherkommst, ne, bist du schon mal hier mit dem Körper ein bisschen weiter weg. Wenn wir jetzt angenommen mal der Verteidiger auf der Seite ist, ne? Du bist weiter weg, Verteidiger ist hier. Du bist hier, Verteidiger sie, er ist natürlich näher dran. Grundprinzip ganz, ganz easy, leicht verständlich, oder? Und natürlich auch, das heißt ja, wenn du jetzt hier mit links hochgehst, nimmst du die rechte Hand noch her, um abzuschirmen. Ne? Du schirmst den Ball ab und wenn jetzt jemand kommt zum Blocken, kommt er nicht hin. Er müsste also deine rechte Hand am berühren oder wegschlagen und es wäre ein Foul. So bekommst du auch noch, wenn du vielleicht ein End-One schaffst, auf jeden Fall ein Foul gepfiffen und Freiwürfe. Ne? Grundprinzip so. Wer macht bitte so schon einen Korbleger? Ne? Vor allem, es ist halt einfach unästhetisch, aber das ist jetzt mal, würde ich sagen, egal, weil wichtigste ist, du machst den Punkt, aber es ist, finde ich, auch langsamer. Ne? Mit beiden Armen nach oben gehen, ne? Das ist was für langsame Spieler vor allem. Und das ist jetzt auch der Punkt, zu dem ich kommen möchte, wenn du jetzt hier schnell hochgehst, schnell, Alter, es geht fast gar nicht schneller von der Seite so rüber. Also wenn ich jetzt von der Seite ankomme und hier so reinziehe, ne? Klar, mit links geht es auch, aber es ist ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, finde ich, als den hier so schnell abzuschließen. Obwohl andererseits ist es schwieriger, den jetzt hier so abzulegen, vom Gefühl her, mit dem Handgelenk, mit dem Fingerroll. Ne? Aber da finde ich, trennen sich oft die Geister zu einem Trainer, der sagt, auf keinen Fall linke Seite, rechte Hand. Wer das macht, der kommt sofort auf die Bank. Das finde ich einen absolut falschen Ansatz. Und das Wichtigste überhaupt, Regel schlechthin ist, wer trifft, hat Recht. Ne? Daher finde ich das immer so dämlich, wenn das jemand auf diese Art und Weise behauptet. Egal in welcher Liga, Amateur, Profiliga, NBA, wie viele Spieler habt ihr bitte schon gesehen, die einfach sichere Punkte machen, weil sie schneller sind als der Verteidiger und den dann einfach hier so easy ablegen. Das ist einfach, ja Mann. Aber auch wichtig dabei finde ich, du musst einfach alles auch können. Ne? Linke Seite, linke Hand. Ne? Ich bin Rechtshänder, link ist bei mir schwach. Trotzdem musst du den links genauso abschließen können wie auch rechts. Das ist enorm wichtig. Und dieses Abschirmen ist natürlich auch nicht verkehrt. Das ist auch eine Waffe. Ne? Aber da finde ich, es ist wichtig, wie und wann du es einsetzt. Ne? Wann ist der Verteidiger wirklich jetzt hier? Ne? Du merkst, fuck, der Verteidiger kriegt mich, der könnte mich blocken. Dann wäre es natürlich besser, du machst ihn mit links und schirmst noch ab. Ne? Aber wenn du merkst, Alter, der Verteidiger ist viel zu langsam, da bin ich ja fünfmal vorbei, ja, dann schließ ihn doch einfach mit rechts ab. Mach den Easy Point. Mach den Easy Point, wie du es am besten kannst. Das finde ich extrem wichtig. Aber wenn du natürlich einen Trainer hast, der dir im Nacken sitzt und sagt, hey, noch einmal, sitzt auf der Bank, ist das natürlich auch für dein eigenes Spiel nicht gut und auch für den Kopf, weil du denkst, fuck, jetzt muss ich den mit meiner schwachen Hand ablegen. Was mache ich, wenn ich den jetzt verlege? Ich bin links zu schwach, ich traue mich nicht, ne? Dann solltest du natürlich auch mehr Zeit investieren, um deine schwache Hand, linke Hand jetzt in dem Fall, stärker zu machen. Dass du wirklich sagst, hey, es ist mir egal, von welcher Seite ich angreife, es ist mir egal, mit welcher Hand, ich mache ihn so oder so rein. Wenn du dieses Selbstbewusstsein hast und dieses Gefühl, diese Sicherheit, fehlt dir sowieso nichts, ne? In der Hinsicht. Und was gibt es nicht noch alles für Korbleger? Fancy Shit, Jellies, was weiß ich, was es heute nicht alles gibt. Und das Wichtigste ist halt einfach das Abschließen beim Korb, ne? Das musst du können. Dieses Fingerspitzengefühl, dieses Hey, dieses dem Ball noch diesen gewissen Spin zu geben, egal von welcher Seite, von der Seite, mit links von da,
von links von hier. Das ist, ja, aber das ist halt einfach auch wirklich eine krasse Übungssache. Da musst du so viel Zeit investieren. Ne? Und heutzutage sind die Leute vielleicht lieber ein Stephen Curry und ballern Dreier von der Mittellinie, anstatt dass sie hier einfach einen easy Korbleger machen. Ne? Aber ich finde, man sollte halt wirklich, wenn man Anfänger ist, man anfängt mit Basketballspielen, wichtig, fangt einfach klein an, Stück für Stück, erstmal die Basics, dann erstmal die Korbleger, das Gefühl entwickeln für den Korbleger. Ich denke mal, wenn du das Gefühl für den Korbleger nicht hast, macht es dann Sinn, dass du dich raus auf den Dreier konzentrierst? Interessante These, und da kannst du mir gerne einen Kommentar da lassen. Wenn man wirklich sagt, ey, scheiß auf die Punkte innerhalb vom Dreier, so sehr hat sich ja Basketball mittlerweile auch geändert, was echt krass ist, ne? Könnte man echt sagen, hey, Korbleger, interessiert kein Schwein, du bist ein Dreier-Shooter, du bist immer nur außerhalb vom Dreier und schießt deine Dreier. Das wäre auch mal krass, ne? Also in der heutigen Zeit wundert mich nichts mehr, wenn das wirklich auch ein Trainer zu jemandem sagt. Vielleicht hat aber auch jemand einfach ein besseres Gefühl für einen Dreier als für einen Korbleger. Ist das möglich? Kann man sich das vorstellen, dass es wirklich jemanden gibt, der besser Dreier schießt als einen Korbleger? Als einen freien Korbleger? Gibt's das? Interessante These. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. 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 Mike, Mike.